Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Dass es für die CSU ein absolut entscheidendes Jahr wird, steht nach dem Bundestagswahlfiasko im September und dem endlich gelösten Führungsstreit außer Frage. Gäbe es also einen passenderen Ort für Ihre Landesgruppe im Bundestag, um sich auf dieses wichtige neue Jahr einzustimmen, als die Klosteranlage Seeon im bayerischen Chiemgau? Gilt sie doch als Insel der Ruhe und Gelassenheit. Beides wird die CSU brauchen. Im Herbst geht es um den Erhalt der absoluten Mehrheit in Bayern. Dafür wollen die Christsozialen ihr konservatives Profil schärfen. Gleichzeitig ringen sie ab Sonntag in Berlin um eine neue Bundesregierung, unter anderem mit den Sozialdemokraten, wofür sie wohl so manche Kante wieder schleifen müssen. Passt das zusammen? Marie von Mallinckrodt. Es ist eine unübersichtliche Lage, zumindest in der Landschaft der Parteien, inmitten der Regierungsfindungsphase. Kurz vor Beginn der Sondierungen in Berlin will die CSU im beschaulichen Kloster Seeon ihr Profil schärfen. Es geht für sie auch darum, bis zur Landtagswahl im Herbst Wähler zurückzugewinnen, vor allem von der AfD. Wenn die CSU-Landesgruppe zusammenkommt zu ihrer Klausur im Januar, dann ist das ein Gipfeltreffen der bürgerlich-konservativen Politik. Nach 12 Jahren Mitregieren in Berlin will Dobrindt eine bürgerlich-konservative Wende. Doch was soll das bedeuten? Es gäbe etwa einen schleichenden Freiheitsverlust Grund dafür, seien linksgrüne Ideologien, so Dobrindt in einem Zeitungsbeitrag heute. Auf die Frage, welchen Freiheitsverlust er meint, bleibt er vage. Freiheit ist eine der ganz großen Themen einer bürgerlichen Gesellschaft und das auch zu deklinieren, ist jetzt ja auch mit einer unserer Aufgaben dafür, wenn wir genau über diese bürgerlich-konservative Wende reden. Die Rhetorik zeigt den Spagat für die CSU, denn schließlich wird die Union in Berlin mit der SPD sondieren. Und das dürfte nicht einfach werden. Die CSU setzt auf eine verpflichtende Altersfestlegung bei jungen Asylbewerbern, weniger Asylleistungen, eine weitere Aussetzung des Familiennachzugs, aber auch auf Versprechen von sozialen Wohltaten wie die Erweiterung der Mütterrente. Seehofer gibt sich optimistisch mit einem kleinen Seitenhieb gegen die Sondierungspartner. Dieses Projekt kann gelingen, wenn unser potenzieller Koalitionspartner in der Sache nicht überzieht, was ja bei der Situation der SPD durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Sagt er großzügig und spricht aber auch über die Herausforderungen für alle, auch für seine CSU. Dann muss man schauen, wo kann man Kompromisse machen, die unsere Leute noch verstehen und nicht als Aufgabe unseres Profils interpretieren. Morgen ist der europakritische ungarische Staatschef Orbán publikumswirksam ins Kloster eingeladen. Ein weiterer Affront gegen den möglichen Koalitionspartner SPD, der sich mehr Europa wünscht und nicht weniger. Es wird spannend sein zu sehen, wie die CSU ihre Rolle bei den Sondierungsgesprächen in Berlin ausfüllt. Friederike Hofmann in unserem Wahlstudio in Köln hat den aktuellen Deutschlandtrend. Was glauben denn die Deutschen, wie sich die CSU positioniert? Also es ist schon eine große Frage, welche Rolle die Landtagswahl in Bayern diesen Herbst eigentlich spielen wird. Und die Frage wurde in den letzten Jahren ja schon viel diskutiert. Geht es um den Bund oder geht es um Bayern? Und die Bevölkerung ist da relativ klar. Denn die glauben, dass die bayerischen Interessen schon klar im Vordergrund stehen. Wir haben die Aussage abgefragt. Der CSU ist der Wahlkampf in Bayern wichtiger, als eine stabile Regierung für Deutschland zu bilden. Und dieser Aussage stimmen 69% der Befragten im ARD-Deutschland-Trend zu. Und bei den Anhängern der Union, da sind es fast ebenso viele, 64%, die das bejahen. Und es geht natürlich auch um die Verhandlungspositionen, die die CSU hat bei den Sondierungsverhandlungen. Und da haben wir eine weitere Aussage den Bürgern zur Bewertung gestellt. Die CSU hat unverhältnismäßig viel Macht in der Union. Und das bejahen 56% der Befragten. Bei den Unionsanhängern bejahen das 40%. Also die Frage, wie sich die CSU bei den Sondierungsverhandlungen ab Sonntag verhält, die wird sicherlich eine entscheidende Rolle spielen. Vielen Dank erstmal bis dahin, Friederike Hofmann. Wir sprechen dann gleich weiter. Ja, genau, die CSU vor den Sondierungsgesprächen. Dazu jetzt der Kommentar von Kirsten Gierschig vom Bayerischen Rundfunk. Die CSU polarisiert, das hat sie den anderen beiden Volksparteien voraus. Die CSU provoziert,
Das tut sie immer um diese Jahreszeit. Die CSU habe unverhältnismäßig viel Macht in der Union. Das findet eine Mehrheit der Wahlberechtigten. Diese Macht ruht derzeit auf zwei Säulen. Anders als 2013 können CDU und SPD nicht ohne die CSU regieren. Und weil die CDU-Vorsitzende Merkel nicht deutlich macht, welche Inhalte sie in einer Koalition verwirklichen will, gibt es auf Unionsseite ein Vakuum, das die CSU nur zu gerne mit ihren lautstarken Forderungen füllt. Landesgruppenchef Dobrindt positioniert die CSU als konservatives Bollwerk im bürgerlichen Lager. Mit seiner konservativ-bürgerlichen Wende schielt er auf die Unionsanhänger, die es gut fänden, wenn man auch außerhalb Bayerns die CSU wählen könnte. Für die Sondierungen in Berlin heißt das, die CSU wird keine Kompromisse eingehen, die ihr als Einknicken beim Thema Zuwanderung ausgelegt werden können. Da geht ihr die Landtagswahl in Bayern und die Angst vor der AfD tatsächlich vor. Doch alleine das Schließen der rechten Flanke wird der CSU da nicht helfen. Denn bei der Bundestagswahl im Herbst sind die CSU-Wähler nicht nur zur AfD abgewandert, viele gingen auch zu FDP und Grünen. Denn gesellschaftspolitisch sind viele Bayern weit weniger konservativ, als Alexander Dobrindts Weltbild es suggeriert. Viele Christen etwa in der CSU wurden durch die Anti-Flüchtlings-Rhetorik abgeschreckt. So wird der designierte Ministerpräsident Söder die CSU wohl eher als integrierende Volkspartei in die Landtagswahl führen, während die Partei in Berlin deutlich konfrontativer auftritt. Kirsten Gierschig kommentierte. Und soweit die CSU. Damit aber nochmal zu Friederike Hofmann mit dem aktuellen Deutschlandtrend. Wie blickt denn die Bevölkerung auf die schleppende Regierungsbildung? Die Frage ist ja, wie sie zu einer großen Koalition stehen. Und in der Politik gab es da ja eine große Wandlung. Erst Nein zur großen Koalition, dann Ja. Und auch in der Bevölkerung hat es eine deutliche Entwicklung gegeben. Und die ist diesen Monat ganz besonders zu betrachten. Nachdem es monatelang an Popularität für die große Koalition bergauf ging, sagen nun 45%, dass sie eine große Koalition aus Union und SPD sehr gut oder gut fänden. Das ist im Verhältnis zu Mitte des letzten Monats 16 Punkte weniger, also ein deutlicher Verlust. Es überwiegen die Bürger, die sagen, dass sie eine große Koalition weniger gut oder schlecht finden. Das sind 52% der Befragten. Das sind 17 Punkte mehr als im Vormonat. Also hier kann man schon eine deutliche Veränderung bei der Zustimmung zur großen Koalition beobachten, kurz vor den Sondierungsgesprächen. Eine Konstante gab es ja auf jeden Fall seit der Bundestagswahl. Das war die Frage, ob Angela Merkel Kanzlerin werden wird, denn das sah immer so aus. Und man muss schon sagen, dass sich hier auch das Bild etwas geändert hat. Ihre Tendenz, Zustimmung ist doch etwas gesunken. Und das hat auch seine Gründe. Zwar sagen 65% der Befragten, Angela Merkel ist eine gute Bundeskanzlerin. Aber fast ebenso viele sagen, dass sie ihre besten Zeiten als Kanzlerin hinter sich hat. Und es besteht schon der Wunsch nach einer personellen Erneuerung. Es sagen nämlich 75% der Befragten, es ist Zeit für eine personelle Erneuerung in der CDU. Aber ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin, der oder die muss ja auch erstmal gefunden werden. Genau, denn was folgt daraus? Was wollen die Bürgerinnen und Bürger denn? Naja, also die Frage ist, wie lange Angela Merkel denn weitermachen könnte oder wollte. Und das wollten wir von den Bürgern wissen, was sie eigentlich wollen. Und da sagen 49%, dass sie wünschen, dass Angela Merkel weitere volle 4 Jahre im Amt bleiben sollte. Und 45% sagen, dass sie vorzeitig Platz für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin machen sollte. Also hier sieht man schon, dass die Bürger dort doch etwas gespalten sind. Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Nicht ganz so spannend sieht es bei der Sonntagsfrage in diesem Monat aus. Wenn nämlich am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 33% plus 1. Die SPD 21% unverändert. Die AfD 13% unverändert, die FDP 9% unverändert, die Linke 9 minus 1 Punkt und die Grünen kämen auf 11% unverändert. Alle Zahlen und Analysen gibt es wie immer auf tagesschau.de. Friederike Hofmann, vielen Dank für diese Zahlen. Danke nach Hamburg. Er ist das Herzstück eines jeden Computers, der Prozessor. Ein Chip in einem kleinen Gehäuse, der Rechenbefehle verarbeitet und letztlich die Arbeit des ganzen Computers steuert. Wenn dieses Herz mal aus dem Takt gerät, gibt es ein Problem. Und so hört sich die Nachricht von einer eklatanten Sicherheitslücke in Prozessoren, die nun bekannt wurde, auch ziemlich beunruhigend an. Zumal es sich offenbar nicht nur um ein paar, sondern um fast
alle Prozessoren handelt, die seit Mitte der 90er Jahre in PCs, in Notebooks und Smartphones verbaut wurden. Also wohl auch in ihre Geräte. Svea Eckert über ein ziemlich offenes Einfallstor für Hacker und Datendiebe. Ein Foto, aufgenommen mit dem Handy, hochgeladen in die Cloud. Dort, wo viele Computer miteinander verbunden sind. Doch nicht nur Fotos liegen hier, sondern weitaus sensiblere Daten, Namen, Kontonummern, Passwörter. Millionen Nutzerdaten von Online-Shops, abgespeichert nebeneinander in der Cloud, wie es sie zum Beispiel bei Amazon, Google und Apple gibt. Durch die neu entdeckte Sicherheitslücke sind solche Daten besonders gefährdet. Habe ich ein Szenario im Cloud-Computing-Bereich, bei dem dieser Angriff besonders tragisch ist, dann kann es sein, dass andere Nutzer, die den Cloud-Service gebucht haben, Schadsoftware ausführen und ich als Benutzer merke gar nichts davon, dass meine vertraulichen Daten mitgelesen werden können. Denn mehrere Parteien teilen sich einen Server. Eigentlich strikt voneinander getrennt. Doch die Sicherheitslücke im Computerchip macht es möglich, diese Trennung zu umgehen, um andere auszuspähen. Der Computerchip befindet sich hier. Im Herz des Rechners liegt der Prozessor. Hier werden alle wichtigen Rechenoperationen durchgeführt. Dabei soll er vor allem schnell sein. Damit das funktioniert, werden auch eventuell später benötigte Daten schon bereitgehalten. Und genau die könnten abgegriffen werden. Um diese eigentlich nützliche Funktion auszuschalten, haben heute viele Hersteller Updates herausgegeben, die Nutzer sich herunterladen sollten. Die Problematik liegt darin, dass dann die Serversysteme und auch die Endbenutzersysteme viel langsamer werden. Und von daher ist also trotz Vorlauf leider wenig Möglichkeit da, sich richtig ernsthaft jetzt auf diesen Angriff vorzubereiten. Wir können nicht einfach alle Chips austauschen. Das sind Millionen, Milliarden Chips, die verbaut sind. Vor allem Chips von Intel sind betroffen. Von Seiten des US-Konzerns heißt es dazu, man arbeite an Softwareaktualisierungen, um die Systeme sicherer zu machen. Für den Bürger und IT-Unternehmen heißt das, spielen Sie Sicherheitsupdates so schnell wie möglich ein. Achten Sie dabei besonders auf das Betriebssystem und Ihre Browser. Für Smartphones gilt, halten Sie Ihr Betriebssystem aktuell. Vor allem für Cloud-Anbieter ist das wichtig. Einige haben bereits reagiert und ihre Systeme abgesichert. Der Chiphersteller Intel sorgt heute aber nicht nur mit Sicherheitslücken für Schlagzeilen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jan Hofer. Für Aufmerksamkeit sorgt auch ein millionenschwerer Aktienverkauf von Intel-Konzernchef Krzyzanich. Er hatte sich vor einigen Wochen von einem Großteil seiner Firmenanteile getrennt. Also noch bevor die Öffentlichkeit über die Sicherheitsprobleme der Intel-Prozessoren informiert wurde. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Ob Software-Updates oder Prozessorenaustausch, so oder so dürften auf den Chiphersteller Intel hohe Kosten zukommen. Womöglich auch Regresszahlungen an geschädigte Verbraucher. Die IT-Konzerne wussten bereits seit einem halben Jahr von den Problemen. Auch Intel wurde von den IT-Experten, die sie entdeckten, im Juni darüber informiert. Die Aktie stieg danach wegen guter Gewinne des Konzerns. Draußen ahnte keiner was. Auffallend ist, der Intel-Chef stieß im November Aktien im Wert von 25 Millionen Dollar ab. 80% all seiner Papiere. Er behielt nur das Minimum, das er nach internen Richtlinien als Chef haben muss. Der vorzeitige Aktienverkauf habe rein gar nichts mit den Sicherheitslücken zu tun, versichert er. Börsennotierte Firmen müssen ihre Aktionäre unmittelbar über Sachverhalte, die den Kurs bewegen könnten, informieren. Das hat Intel offenbar nicht getan. Ab wann gilt die Informationspflicht eigentlich für IT-Konzerne, die ständig Updates und Systemänderungen auf unseren Geräten vornehmen? Neben der Sicherheit gibt es anscheinend auch eine Informationslücke. Die Börsendaten. An der Wall Street knackte der Dow Jones Index erstmals die 25.000-Punkte-Marke und landete bei 25.075 Punkten. Auch der DAX schloss deutlich im Plus bei 13.168 Punkten. Im vergangenen Jahr wurden deutlich weniger Dieselautos zugelassen. Der Anteil von Neuwagen mit umstrittenen Dieselmotoren sank auf knapp 39%. Im Jahr 2016 waren es noch knapp 46%, wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte. Dafür stieg der Anteil von Benzinern und Autos mit alternativen Antrieben. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr mehr als 3,4 Millionen Neuwagen zugelassen. So viele wie seit der Einführung der Abwrackprämie 2009 nicht mehr.
Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie verschärft sich. An ersten Bahnstreiks beteiligten sich allein bei Porsche in Stuttgart nach Gewerkschaftsangaben etwa 2500 Beschäftigte. Die IG Metall fordert 6% mehr Geld und die Möglichkeit, die Wochenarbeitszeit vorübergehend auf 28 Stunden abzusenken. Für bestimmte Gruppen wie junge Eltern oder Angehörige von Pflegebedürftigen soll es dann einen Lohnausgleich geben. Er galt als der machiavellistische Strippenzieher, der Chefberater, der die ideologische Munition für Donald Trumps Attacken auf das Politestablishment lieferte. Doch den internen Machtkampf um die Gunst des US-Präsidenten, den verlor Steve Bannon im Sommer und wechselte zum ultrarechten Nachrichtenportal Breitbart News zurück. Nun erscheint ein Enthüllungsbuch über Trumps erstes Jahr, für das vor allem Bannon pikante Details aus dem Wahlkampf und dem Alltag des Weißen Hauses lieferte. Trump reagierte prompt mit einer Erklärung und jetzt auch über seine Anwälte, die nicht nur Bannon rechtliche Schritte androhten, sondern gleichzeitig auch die Veröffentlichung des Buches verhindern wollen. Aus Washington, Jan-Philipp Burgert. Leise rieselt in Washington nur der Schnee. Lautstark tobt ein Kampf zwischen dem Präsidenten und seinem ehemaligen Chefstrategen im Weißen Haus. Es geht um Verrat. Aus Freunden sind Feinde geworden. Ich spreche nicht mit ihm, sagt Trump über Bannon. Das ist bloß ein Irrtum. Als Bannon gefeuert wurde, hat er nicht nur seinen Job, sondern auch seinen Verstand verloren, hatte der Präsident zuvor bereits schriftlich erklärt. Der Mann, den Trump jetzt als verrückt bezeichnet, gilt als Kopf hinter seinem Wahlsieg. Mit nationalistischen und rassistischen Tönen hatte er erfolgreich um Wähler geworben. Als Chefstratege im Weißen Haus trieb Bannon das Einreiseverbot gegen Menschen aus 7 mehrheitlich muslimischen Ländern voran. Ein Machtkampf mit Trumps Tochter Ivanka und seinem Schwiegersohn Jared Kushner soll der Auslöser für Bannons Entlassung gewesen sein. Nun tritt Bannon nach, mit Aussagen in diesem Enthüllungsbuch eines Journalisten. Ein Treffen zwischen Trumps Sohn Donald Jr., Jared Kushner, dem damaligen Berater Paul Manafort und einer russischen Anwältin im Wahlkampf bezeichnet er als verräterisch und unpatriotisch. Man hätte sofort das FBI rufen müssen, wird Bannon zitiert. Diese Aussage zu dem Treffen im Trump Tower ist brisant, weil noch immer Ermittlungen gegen Trumps Team wegen möglicher illegaler Absprachen mit Russland laufen. Trumps Tochter wird von Bannon als dumm wie ein Ziegelstein beschrieben. Damit provozierte er endgültig den Bruch mit Trump. Warum geht Bannon diesen Weg? Chris Plant ist der Moderator einer Radioshow, die erzkonservative Wähler im ganzen Land anspricht. Er glaubt, dass Bannons explosives Ego mit ihm durchgegangen ist und dies sein politisches Ende bedeuten wird. Ich glaube, dass der persönliche und politische Betrug an Präsident Trump Bannon vernichten wird. Bannon hat die Bewegung verraten und angegriffen. Ich schätze, er wird diesen Kampf verlieren, erbärmlich verlieren. Die Schilderungen im Buch sieht Chris Plant skeptisch, auch wenn der Autor monatelang exklusiven Zugang zu Bannon, vielen weiteren hochrangigen Mitarbeitern des Präsidenten und sogar zu Trump selbst gehabt hat. Dennoch halte sich der Schaden, der durch das Buch für Trump entstehe, in Grenzen, meint Plant. Kurzfristig entsteht die Wahrnehmung von Chaos und es sieht so aus, als gäbe es eine Spaltung innerhalb der Republikaner. Aber am Ende wird Bannon über Bord gehen und die Partei wird sich hinter Trump versammeln. Trump selbst scheint das nicht so entspannt zu sehen. Seine Anwälte drohen Bannon mit juristischen Konsequenzen. Auch die Veröffentlichung des Buches versuchen sie zu verhindern. Der Ärger über Indiskretionen gegenüber der Presse scheint groß. So ist es vielleicht kein Zufall, dass ausgerechnet heute den Mitarbeitern im Weißen Haus verboten wurde, in Zukunft ihre privaten Handys mit zur Arbeit zu bringen. Doch echte Funkstille wird es hier wohl auch in Zukunft nicht geben. 325 Tage. So lange sitzt der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in der Türkei schon in Haft. Ohne offizielle Anklage. Doch jetzt scheint sich etwas zu bewegen, zumindest ein bisschen. Nachdem Yücel ja Beschwerde beim türkischen Verfassungsgericht eingereicht hatte, legte heute das Justizministerium eine Stellungnahme dazu vor. Darin bekräftigte sie die Vorwürfe der Terrorpropaganda. Yücels Anwälte müssen nun erwidern. Dann entscheidet das Gericht, wie es weitergeht. Ein Hoffnungsschimmer.
Aber es gibt noch weitere, weniger bekannte Fälle, bei denen Menschen mit türkischen Wurzeln, aber auch deutschem Pass ins Visier der Justiz gekommen sind. Und das sind nicht nur Journalisten, sondern auch Juristen. So wie die Anwältin Denise Yildirim, Oliver Meyer-Rüth berichtet. Eine Stahltür zum Schutz. Mehrere Male, so erzählen die Anwälte dieser Kanzlei, habe die Polizei die Räume gestürmt und Kollegen festgenommen. Hinter der ersten Stahltür befindet sich eine zweite. So fühlen sich Denise Yildirim und ihre Kollegen einigermaßen sicher. Die Anwältin hat neben der türkischen die deutsche Staatsbürgerschaft. 55 Tage saß sie in Haft. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in Terrororganisation. Yildirim glaubt jedoch, man habe sie wegen ihrer Anwaltstätigkeit inhaftiert und weil sie in der prokurdischen Oppositionspartei HDP aktiv ist. Das ist, glaube ich, ein politisches Konzept, um auch demokratische Politik hier zu minimieren und zu verhindern. Auch Eski Çakar war in Polizeigewahrsam. Sie beteiligte sich an der Verteidigung einer Dozentin, die gegen ihre Entlassung mit einem Hungerstreik protestierte und dann festgenommen wurde. Letzten September, zwei Tage vor einem Gerichtstermin, gab es eine Razzia in der Kanzlei. Sie haben unsere Computer, Telefone und externe Festplatten weggenommen und nicht zurückgegeben. Außerdem haben sie Prozessunterlagen mitgenommen. Bei der Festnahme haben sie gesagt, wir werden euch an eurer Anwaltstätigkeit hindern. Yildirims Akte ist noch nicht geschlossen. Ihre Verhandlung beginnt im April. Bis dahin hilft sie inhaftierten Kollegen. Im Frauengefängnis Bakırköy besucht sie zwei Anwältinnen. Sie sind mit 18 Frauen zusammen. Und ein Teil davon sind auch ihre Mandanten, Mandantinnen. Und sie betreuen weiterhin auch die Mandantinnen eng im Gefängnis sozusagen. Das ist natürlich sehr traurig, dass die Anwälte mit Mandanten jetzt gemeinsam in einer Zelle dann sitzen. In dieser Kanzlei arbeiteten die beiden inhaftierten Anwältinnen. Seit Mitte Oktober sitzen sie wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft. Ein Kollege, der aus demselben Grund im Gefängnis saß, erklärt: Man sieht, in welchem Zustand sich die Justiz befindet. Die Polizei hat alle Fäden in der Hand. Wenn die wollen, dass man sie verhaftet, dann werden sie verhaftet. Das Land ist zu einem Polizeistaat geworden. Mehr als 20 Anwälte seien derzeit in der Türkei inhaftiert, sagen sie. Denise Yildirim hofft deshalb auf ein baldiges Ende des Ausnahmezustands. Wir wollen Demokratie, wir wollen Frieden. Und wir wollen auch als Anwälte die Menschen verteidigen können. Doch im Moment seien sie vor allem gezwungen, sich selbst zu verteidigen. Bundesaußenminister Gabriel bemüht sich um eine Entspannung in der Ostukraine. Dazu noch einmal Nachrichten mit Jan Hofer. Am zweiten Tag seiner Ukraine-Reise richtete Gabriel einen Appell an die russische Regierung. Diese müsse einwilligen, dass UN-Blauhelme im gesamten Ostteil des Landes eingesetzt werden könnten und nicht nur entlang der Front zu den Gebieten, die von pro-russischen Separatisten kontrolliert werden. Ein ursprünglich geplanter Besuch Gabriels bei OSZE-Beobachtern im Konfliktgebiet musste wegen schlechten Wetters verschoben werden. In den von Aufständischen kontrollierten Gebieten in Syrien sind erneut zahlreiche Menschen getötet worden. Bei Angriffen russischer und syrischer Truppen habe es mindestens 28 Todesopfer gegeben, meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Russland spricht dagegen von Angriffen auf islamistische Terroristen. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist kaum möglich. Bei einem Zugunglück in Südafrika sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unglück in der Provinz Free State wurden mehr als 250 Menschen verletzt. Der Zug stieß mit einem Lastwagen zusammen, als dieser versuchte, die Schienen an einem Bahnübergang zu überqueren. Mehrere Waggons entgleisten, Feuer brach aus. Einige Passagiere werden noch vermisst. Für die Versicherer war 2017 das bisher teuerste Jahr. Wirbelstürme und andere Naturkatastrophen haben die Branche rund 112 Milliarden Euro gekostet, wie der weltweit größte Rückversicherer Munich Re berechnet hat. Das ist allerdings nur die Summe für Schäden, die durch Versicherungen gedeckt sind. Die Gesamtschäden werden auf etwa 275 Milliarden Euro geschätzt. Hauptursache waren die schweren Hurrikans, die im Herbst die Karibik und die US-Ostküste trafen.
Richard Freitag hat keine Chance mehr auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Beim dritten Springen in Innsbruck stürzte er im ersten Durchgang und konnte danach nicht mehr weitermachen. Tagessieger wurde erneut Kamil Stoch aus Polen. Für Richard Freitag endete der Tag am Bergisel frustrierend mit der Fahrt ins Krankenhaus. Diese drei Skispringer konnten sich bei der Siegerehrung feiern lassen, aber der Reihe nach. Im ersten Durchgang gab es trotz strömenden Regens faire Bedingungen und gute Sprünge, auch von Richard Freitag. Er flog weit auf 130 Meter und dann das. Ein Schock für seine Eltern. Der Sturz direkt bei der Landung, als sich die Skier hinten überkreuzten. Erleichterung bei 16.000 Zuschauern, als Richard Freitag aufstand und das Stadion laufend verlassen konnte. Für seine Teamkollegen war es dann sicher nicht leicht, sich auf das Finale zu konzentrieren. Doch Andreas Wellinger gelang das. Mit Sprüngen auf 133 und 126 Meter verbesserte er sich von Rang 5 auf Rang 3. Doch die Freude über den Podestplatz wurde durch den Sturz des Teamkollegen Richard Freitag überschattet. Ich habe mir den Sprung angeschaut, da oben erstmal gegen die Tür treten, weil es in so einem Moment einfach, da leidet man mit und man weiß selber, wie es sein kann, wenn sowas passiert. Und ich finde es unglaublich schade für den Rutsch, dass es heute so ausgegangen ist. Frust auch bei Markus Eisenbichler, er rutschte von Rang 2 noch auf Platz 8 zurück. Neunter Stefan Laie. Ganz vorne wieder der Pole Kamil Stoch mit dem dritten Sieg in Serie. Die Ostküste der Vereinigten Staaten versinkt seit Tagen unter Schnee und Eis. Im US-Bundesstaat Delaware kam der Verkehr so gut wie zum Erliegen. Und die wenigen Autofahrer, die da fuhren, kämpften sich durch dick verschneite Straßen. Und sogar im südlichen Georgia konnten die Kinder Schneemänner bauen. In dem sonnenverwöhnten Bundesstaat eher ein ungewöhnliches Vergnügen. Und von Schnee ist in Deutschland zurzeit ja fast gar nichts zu sehen. Dafür umso mehr Wasser, Claudia Kleinert. Ja, Ingo Zamperoni, und das hängt eben auch komplett miteinander zusammen. Schneefallgrenze im Moment über 2000 Meter. Das heißt, alles, was drunter ist, schmilzt auch vor sich hin. Dazu regnet es immer wieder. Also es bleibt auch erst einmal noch ganz schön nass. Auch bis Samstag weiterer Regen. Dementsprechend auch die Hochwassergefahr noch nicht gebannt, beziehungsweise das Hochwasser hat oft auch noch nicht seinen Scheitel erreicht. Denn vor allem im Süden, also Hochrhein, Oberrhein, da kommt noch eine Menge Regen dazu. Dann aber auch über der Mitte Deutschlands, Neckar, Main, die Mosel ebenso. In Saarland heute Autobahn gesperrt. Auch im Norden Schleswig-Holsteins über 10 Liter pro Quadratmeter. Das heißt, überall hier wird es noch weiteres Wasser zu den Zuflüssen geben. Und kleinere Flüsse oder Bäche, die können noch weiter anschwellen und dann jetzt eben auch erst über die Ufer treten. Also es ist weiterhin noch alles andere als Entspannung. Es kommt noch nass dazu. Die Schneefallgrenze sinkt dann eben auch erst nächste Woche, denn dann wird es langsam kälter, sodass das, was an Regen von oben kommt, als Schnee gebunden wird. Jetzt in den nächsten Stunden vor allem im Süden noch kräftiger Regen. In Bayern und Baden-Württemberg. Und Sie sehen eben auch deswegen in Schleswig-Holstein der kräftige Regen, dass es da noch mal ordentlich nass von oben gibt. In der Nacht eben vor allen Dingen im Süden, also Bayern, Baden-Württemberg, aber auch Schleswig-Holstein kräftiger Regen. Dann zieht nochmal ein Sturmfeld herein von Nordrhein-Westfalen. Das wird sich so konzentrieren auf Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, zieht dann weiter nach Mecklenburg-Vorpommern. Das ist bei weitem nicht so heftig wie gestern, aber da wird es eben nochmal Sturmböen in den höheren Lagen, auch schwere Sturmböen und im Schwarzwald auch vereinzelt Orkanböen geben können. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei Werten zwischen 4 und 10 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann mit dichten Wolkenfeldern, kurze sonnige Abschnitte, Schauer im Norden. Der Regen von Schleswig-Holstein zieht dann über die Ostsee weiter und dann setzt ein neues Regengebiet aus Südwesten an. Das breitet sich am Nachmittag wieder eben auf Baden-Württemberg und Bayern aus, wo es noch mal heftig schütten kann. Sonst sind nur ein paar Schauer unterwegs. Gelegentlich scheint auch mal kurz die Sonne. Die Temperaturen schon recht unterschiedlich. In der Nordhälfte 4 bis 9 Grad, in der Südhälfte meist 10 bis 13. Der Winter zu spürbar, aber nicht mehr so stark. Der lässt dann wirklich überall deutlichst nach. Am Samstag im Süden trocken, genauso wie auch am Sonntag. Nur über der Mitte noch ab und zu etwas Regen und Temperaturen sinken deutlich. Und das heißt dann eben auch, dass es mit der Schneeschmelze langsam zu Ende geht. Vielen Dank, Claudia Kleinert, für diese vorerst wahrlich schauerlichen Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten gibt es jetzt weitere Folgen der Miniserie Saboteure im Eis. Und um 0.30 Uhr folgt das Nachtmagazin mit Susanne Stichler. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.